Steffens Prognose mit mir. Hey meine Boys da draußen, ich bin Steffen von Buddies United und herzlich willkommen zu Sticker WM Prognose hier auf Buddies United. Ihr habt es mal wieder geschafft, wir sind zurück mit einem neuen Video. Und heute haben wir die erste Halbfinalbegegnung dieser Weltmeisterschaft. Und zwar ist das Spiel Frankreich gegen Belgien heute hier. Heute Abend wird das Spiel stattfinden in der ARD um 20 Uhr. Das auf jeden Fall nicht verpassen. Aber erstmal die Prognose auf jeden Fall abchecken. Dieses Halbfinale. Beide haben sich qualifiziert. Belgien hat gewonnen ihr Spiel gegen Brasilien. Das wäre das beste Viertelfinalspiel. Und Frankreich hat sich ebenfalls durchgesetzt im Viertelfinale. Und zwar gegen die Uruguayer. Da noch. Wir öffnen natürlich wie immer, das heißt wie immer, 10 Päckchen. Der FIFA World Cup Russia 2018 Sticker-Päckchen für euch. Die werden wir öffnen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn die Serie feiert. Und wenn ihr wollt, dass Frankreich oder Belgien Weltmeister werdet, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Die Regeln nochmal sind wie folgt. Ihr normales Sticker zählt 1 Punkt. Logos, Mannschaft-Foto-Sticker und Glitzer-Sticker zählen 2 Punkte für das jeweilige Team. Und wir beginnen direkt dieses Video mit Nacho Monreal. Haben wir das Mannschaft-Foto von Nigeria. Haben wir Vaston. Gabriel Jesus. Und als letztes Kami Glick von Polen. Also, noch 0:0 hier zwischen Frankreich und Belgien. Aber das wird sich bestimmt noch ändern im Laufe dieses Videos hier. So, zweites Pack. Ndia, Ndai, Ben Youssef, André Silva, Jerome Boateng. Nice. Und als letztes haben wir Paulo Guerrero. Nächstes Pack. Hier haben wir Mohammadi, Christian Ramos, Jetricek, Sung Jung und Toby Alderweireld. 1:0 Belgien. Richtig nice. 1:0, der erste Tor, das erste Punkt, der erste Punkt, das erste Tor. So natürlich für die Belgier im dritten Pack. Mal gucken, ob Frankreich dann noch zurückkommen kann. Aber sie haben ja auch lange Zeit, noch viele Packs hier. Hier haben wir Andres Gomez, Seamali, Host City Kaliningrad, Hafsawi und Blas Perez von Panama. So, nach diesem Pack hier wird es dann Halbzeit sein in dieser Prognose. Das Pack beginnt mit Joel Campbell. Da haben wir Serbien-Logo, Gazama, das Mannschaftsfoto von Uruguay und jetzt haben wir noch Marco Rock von Kroatien, die ebenfalls noch dabei sind, die morgen ihr Halbfinalspiel gegen England bestreiten werden. Das auf jeden Fall auch nicht verpassen, die Prognose findet ihr dann natürlich auch kurz vor dem Spiel hier auf dem Kanal. So, nächstes Pack, Albereik, Yuya Kubo, Blaschikowski, Skolason und Blaise Matuidi, der Ausgleich für Frankreich. Also 1:1 in diesem Halbfinale mit noch 4 Packs in der regulären Spielzeit. Oder vielleicht geht es ja sogar hier in die Verlängerung. Das weiß man ja nie, falls es unentschieden sein wird nach 10 Päckchen. Nächstes haben wir Belanda, Alfabra, Rafael Guerrero, Gouye und Traustason. Also 1:1 zwischen Frankreich und Belgien. Noch 3 Päckchen. Beide Mannschaften können auf jeden Fall noch mit dem Sieg nach Hause gehen. Hier haben wir Usami, Granqvist, Fabra, Davison Sanchez und Sauniges von Spanien. So, vorletztes Pack. Benasser, Robbie Cruz, Carrillo, das Logo von Senegal und letztes haben wir Zagoev. Letztes Pack, 1:1 hier zwischen Frankreich und Belgien. Und wenn das hier wirklich so bleiben sollte, gehen wir hier ins Golden Goal. Falls ihr, falls hier kein Spieler mehr kommt in diesem Pack. Hier haben wir Brijovic. Das Mannschaftsfoto von Brasilien. Tom Rogic.
Host City St. Petersburg und der letzte Sticker ist Fire von Marokko. Also, wir gehen tatsächlich hier in die Verlängerung in diesem Spiel. Wer hätte damit gerechnet? Ich muss mir hier noch ein paar mehr Packs holen. So, Verlängerung. Verlängerungsregeln sind natürlich wie immer wie folgt. Der erste Sticker, den wir ziehen, dessen Team gewinnt. Egal, was für ein Sticker. Egal, ob im gleichen Pack noch Sticker vom anderen Team sind. Der erste Sticker zählt. Amy Rashford, Jedinak, Aliyui, Asafaifa und Stuani. Schreibt in die Kommentare auf jeden Fall, ob ihr auch glaubt, ob es hier in die Verlängerung geht. In diesem Halbfinale zwischen Frankreich und Belgien. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr diese Serie feiert und wenn ihr uns unterstützen wollt. Hier haben wir bei Ramwand, Ichilichi, das Mannschaftsfoto von Südkorea, das Stadion von Nixi, Novograd und Paulo Guerrero. Also immer noch kein Pack mit einem dieser Spieler drin, mit einem dieser Länder drin. Hier haben wir Murillo, Makino, das Mannschaftsfoto von Panama, haben wir Mesut Özil und Tobi Alderweireld, unfassbar! Der Innenverteidiger macht es wieder! Der Doppelpack für Belgien, damit gewinnt Belgien dieses Halbfinale, unfassbar! Blaise Matuidi mit dem zwischenzeitlichen 1:1 in Frankreich in die Verlängerung bringt. Und der Doppeltorschütze, der Verteidiger von Tottenham. Zwei Tore, Tobi Alderweireld. Richtig nice. Also, Belgien mit 2:1 dieses Halbfinale. Wenn ihr es auch glaubt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Schreibt eure Score-Prediction in die Kommentare. Oben könnt ihr ebenfalls abstimmen, wer ihr glaubt, wer gewinnt. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos rund um die WM und auch danach verpasst. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.